Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute, beim Spieler gucken ein bisschen. Lea ist unsere erste Base hier, unsere erste Stütz, wo wir anfangen. Denn das hier ist ja das sogenannte Banditenlager, was aber, wie ich auch nach wie vor immer den Leuten so sage, ne, mit Admins gebaut ist. Einmal, um das neue Bausystem natürlich darzustellen, was man da so ein bisschen machen kann. Inspiration für die Spieler und so weiter und so fort. Dann aber auch diesen Grad an Platten, den wir ausgemessen haben. Wir haben ja eine Baubeschränkung. Ja, also du kannst, ich glaube, 200 Platten, also diese Fundamente und Mauern bauen, 200 davon und dann ist Ende im Gelände. Um zu gucken, wie groß können die Spieler bauen und was kann man da für Bauten draus machen. Wir haben jetzt hier so, also die ganzen zusammen sind so ungefähr 1500 Platten roundabout. Ja, damit ihr Bescheid wisst. Das ist eine ganze Menge. Performance-Probleme haben wir jetzt nicht festgestellt. Das fand ich ganz gut. Und ja, so, dass ich auf jeden Fall so ein bisschen das anpeilen kann, dass die Spieler nach dem Vibe, wir machen ja einen Vibe, sobald die ganzen Fehler beseitigt sind quasi, oder viele davon, alle Fehler beseitigen, das geht, glaube ich, das kriegen die, glaube ich, das wird wohl nicht mehr klappen. Aber halt, dass man dann da vernünftige Symptome einleiten kann und halbwegs vernünftig spielen kann. Unter anderem zählt dazu, dass nicht jeder Fremde hier einfach das Auto klauen kann oder bei dir durch Wände laufen kann und sowas. Das sind so kritische Dinge. Hatte ich ja gesagt, die hätte ich ganz gerne, dass die das dann so wegpatchen und danach machen wir dann direkt einen Vibe. Wenn die Leute vorher einen Vibe wollen, weil viele schreiben immer, wir wollen ja jetzt schon Vibe machen, ne? Dann biete ich im Livestream an, dass wir 50 Subs zusammenkriegen für einen jetzigen Vibe. Einfach nur, weil die Leute, ihr wollt das doch dann machen, nicht ich, oder? Ne? Ich mache das nach meiner, nach dem Rotplan von mir quasi. Da wird es auf jeden Fall ein Vibe geben, das habe ich euch gesagt, aber nicht wann halt. Ne? Da müssen wir warten ja auf den Entwickler, mehr ist es ja auch nicht. Wenn ihr aber vorher ein Vibe machen wollt, ne, dann biete ich euch das auch an. Wir haben dann so von 50 Subs, ich hatte das im Livestream gemacht, 50 Subs für die direkte Durchführung eines Vibes. Ne, aber der geht dann halt auf eure Kosten quasi, als Entschädigung oder wie auch immer man das nennen mag. Dafür, dass wir den Spielbetrieb natürlich massiv stören, im Grunde genommen. Wisst ihr, wie ich meine? Weil du machst ja einen Server platt. Das hat ja tiefgreifende Auswirkungen. Das kannst du nicht mal eben so machen, weil du jetzt Lust und Laune da hast, weißt du? Und deswegen wollen wir das schon, ja, dass die Leute da auch dann sich engagiert beteiligen. Das wurde aber nicht getan, zumindest dem Abend, wo ich das angeboten habe, also gestern. Ja, zwei Subs haben wir bekommen. Keine Ahnung, ob das welche waren, die überhaupt den Vibe wollten. Jedenfalls waren es tatsächlich den Abend nur zwei Subs und 48 haben dann natürlich noch gefehlt. Und so spielen wir hier ganz normal weiter, liebe Leute. Ne? Also ich will das nicht einfach, weil ihr da immer ruft, Vibe, Vibe, werde ich hier keinen Vibe machen. Ihr wisst das, so bin ich nicht. Ich ziehe mein eigenes Programm hier durch, ne? Es sei denn, es würde irgendwie Sinn machen. Aber das macht im Moment noch keinen Sinn. Ja, und wenn man dann halt diesen Plan von mir da durcheinander bringen möchte, ne, dann muss man sich eben für engagieren. Und dann klappt das auch. Aber wie gesagt, ihr engagiert euch nicht und dann geht das nicht. Ne? Wir spielen das ganz normal hier weiter. Die Autos haben sich ja anscheinend schon ein bisschen verbessert, habe ich gehört. Das ist gut. Dann fehlen ja jetzt nur noch die Festung, ne? Ihr müsst mir unbedingt Bescheid geben hier in den Kommentaren, ob ihr da irgendwie durch Türen noch laufen könnt und so, ne? Außerdem ist es noch schön zu wissen, ob hier dieser Garten zerstört werden kann. Das ist nämlich auch eine Nervsache. Einfach nur unnötig. Also der laufende Betrieb hier bei uns, der wurde ja so oft gestört, dass ich mich gezwungen sah, meine Crew hier Admin zu geben, ja. Einfach nur, weil immer wieder eine Horde vorbeikam, die immer alles kaputt hat. So haben wir auch einen Weihnachtsmarkt für die Leute aufgebaut. Wir wollten eigentlich hier Glühwein trinken und grillen und sowas, ne. Vielleicht ein bisschen was verlosen oder sowas. Im Livestream natürlich. Ja, und was war passiert? Da kommt die Horde und macht hier alles kaputt, ne. Weil du kannst auch, obwohl wir hier in der PvE-Zone sind, wenn ich das mal hier öffne, die Karte, das hier außen rum, da, wo keine Farbe ist, das ist alles PvE-Zone quasi. Früher war die grün, jetzt machen wir aber ohne Farbe, weil das die ganze Map quasi betrifft, PvE. Ne? Das Fundament basiert auf PvE hier. Ja, und darüber wird gestülpt, eine Purge-Zone sozusagen, und darüber wird gestülpt die Kampfzone. Fertig aus, das ist das neue Konzept 0.8, aber 0.8 geht noch viel tiefgreifender, bloß das funktioniert im Moment noch alles nicht. Die Leute sagen auch, hier, mach doch mal hier beim Händler, da gibt es irgendwie was, was da vielleicht nicht so toll drin ist. Ich kann die Händler nicht einstellen, alles verbuggt. Ja. Wir haben immer einen Tag der offenen Kernkraftwerke hier. Der gelbe Kreis heißt, ja, wie hier unten auch, Purge-Zone.
Ich habe die Farbe geändert zu gelb, damit sich das ein bisschen besser absetzt. Sonst kann man das so schwer sehen. Ne? Also gelb, wie gesagt, das ist eine besondere Zone, insofern hier möglich ist, dass ihr nur Nahkampf mit Nahkampf euch bekämpfen könnt. Ja? Also es ist nicht eine reine Safe-Zone oder irgendwie sowas. Oder eine reine Purge-Zone, so wie wir sie von damals kennen, sondern es sind tatsächlich Nahkampfzonen. Also wenn ihr keinen Bock habt auf Kugelfliegerei, das passiert hier im roten Bereich. Aber so ein bisschen PvP hättet ihr Bock, dann müsst ihr in diesen gelben Bereich zum Beispiel gehen und da ist halt Schlagwaffen, Nahkampfwaffen und Boxen und sowas ist halt erlaubt, ne? Dass ihr da Bescheid wisst. Wie gesagt, die Händler sind komplett verbuggt, ich kann mit den Händlern nichts machen, war auch anders geplant. Deswegen für mich war das Spiel von Anfang an Grütze. Es funktionierte nicht ein Teil, was ich geplant hatte, Leute. Nicht ein Teil, was ich geplant hatte, hat hier funktioniert. Ganz traurig. Und ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht und entsetzt, weil man setzt sich ja vorher hin, man erarbeitet so eine Art Konzept halt, ne? Wie das hier so alles funktionieren soll. Ja, und wenn die Entwickler das denn so zerstören, das Programm, dass quasi gar nichts mehr möglich ist. Ich muss daran erinnern, geplant war ja hier, das so zu machen. Es war ja vor dem Hintergrund, dass wir die Beete bekommen haben, für Essen machen. Also das 0.8 ist grundsätzlich eigentlich ein Farmer-Patch, muss man mal so ein bisschen sagen. Ja, weil die Händler wurden beeinflusst, das Farming-System wurde beeinflusst, also hinzugefügt. Und darauf basieren natürlich auch die ganzen Symptome, die dann zusammenhängen. Jetzt machen Farming-Patch aber keinen Sinn, wenn du überall Fressen kriegst. Versteht ihr das? Das ist doch auch nicht so schwer, ne? Ich weiß nicht, es ist ja jetzt um 11:11 Uhr bei mir hier, heute Vormittag. Und ich hoffe, dass eure Synapsen so weit funktionieren, dass ihr das wahrnehmen könnt, was ich hier versuche, euch immer zu erklären, ne? Weil wir haben unterschiedliche Bewusstseinsebenen hier, ne? Das soll jetzt nicht wieder arrogant klingen. Also die Leute, die sich angegriffen fühlen, wenn ich so rede, dann müsst ihr an euch arbeiten, weißt du? Weil ich mache ja gar nichts. Ich habe ja gar nichts gemacht. Ich bin da tausende Kilometer von dir entfernt und ich tue dir ja gar nichts und sowas. Ne? Ich will auch niemandem irgendwie was tun hier oder sowas. Aber wenn ich euch manchmal so ein bisschen trigger, dann müsst ihr, ihr seid langsam alt genug, um zu erkennen, dass ihr selber, ne? Also ich muss nochmal begründen, warum ich das jetzt wiederum sage, weil das haben auch noch wieder einige nicht verstanden. Ich bin Hobbypsychologe. Ne? Ich bin nicht nur kaufmännisch engagiert, ich habe viele Berufe gelernt und auch viel Lebenserfahrung gesammelt und ich mache das so, dass ich den Leuten versuche zu helfen, was beizubringen, auch wenn die sich angegriffen fühlen oder sowas, ist es aber für euch, das ist einfach so. Ich weiß nicht, der eine oder andere war vielleicht immer beim Psychologen oder sowas und da werdet ihr das denn ja merken, dass vielleicht nicht alles immer so ist, dass die so nett reden oder so, sondern dass die auch mal kitzeln, sage ich mal. Und ich nenne das hier Triggern und wenn ihr euch getriggert fühlt, dann müsst ihr an euch selbst arbeiten. Denn wenn euch irgendwas stört oder wenn irgendwas nicht passt, ne, dann liegt das Grundproblem an einem selber irgendwo. In dein Leben, was du so machst oder ob du zufrieden bist mit dir selber und sowas. Ne? Weil die Leute, die können ja sagen, was sie wollen. Du scheißt da drauf, wenn es dir selber gut geht oder du weißt, das ist ja gar nicht so. Wenn mich jetzt einer arbeitsloser Penner schimpfen würde, dann geht mir das im Grunde genommen am Arsch vorbei. Was mich aber auch triggert, ich bin ja genauso Mensch wie alle anderen auch, hoffe ich zumindest. Nicht, dass ich hier so ein Reptilid bin und davon wusste ich die ganze Zeit nichts, Grins. dass die Leute auf diesem Niveau halt reden. Und das stört mich wiederum. Gar nicht, dass die mich jetzt irgendwie beschimpfen oder sowas. Dann dürfte ich gar nicht mit YouTube machen oder so. Weil hier kriegst du ja tagtäglich, kriegst du ja inzwischen Hörner hier auch, ne? Durch die Kommentare oder was weiß ich was. Oder durch die Klicks, wenn die Klicks fallen, dann trifft einen das auch. Wenn die... Ja, die Abos fallen und wie das alles so heißt hier. Also das nennt sich auch Zahlenkrankheit quasi, ne? Leute, ihr seht selbst. Heißer Tee. Und da muss jeder immer an sich selbst arbeiten, um eben stabilen Charakter zu kriegen. Ja, ich versuche euch da ein bisschen bei zu helfen. Ja, wir kommen aber jetzt zurück zu Scoom. Geplant war das hier. Ich hatte ja gesagt, hier gibt es zu viel Lebensmittel. Also, es war von mir geplant, die Lebensmittel komplett wegzumachen. Und ihr habt dann die Abhängigkeit eurer Beete. Ihr braucht die Beete, um über die Runden zu kommen. So, PvE-Trader habe ich hier markiert. Ihr seht das, PvE-Trader, das sind die Trader, die zum Beispiel ein bisschen Saatgut und sowas verkaufen. Ja, damit ihr halt da was, diese Grundbasis kriegt so, für wegen diesem Ernährungssystem. Ihr müsst also pflanzen. Das Beet ist mit das Hauptbestandteil in der 0.8. Dann haben wir den Purge-Trader und den PvP-Trader. Was bedeutet PvP-Trader zum Beispiel?
dass die Zone hier auch nicht hundertprozentig sicher ist. Deswegen heißt das PvP-Trader. Also das ist, sollte eine Zone sein, die gefährlich ist beim Einkaufen, ne? Aber dafür kriegst du da voll die geilen Waffen. Und bei den anderen Tradern hier kriegst du nur Wurstware. Ne? Vielleicht eine Axt oder sowas, ne? Vielleicht eine kleine Mini-Pistole, sonst gar nichts. Ja, ich habe nicht 2 Stunden hingesetzt und habe das Trader-System da versucht umzuprogrammieren. Ich kann es euch auch nochmal zeigen. Ich habe das hier irgendwo abgelegt. Ich weiß nicht, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal gezeigt, ne? Wie das so aussieht, wenn man die Trader so irgendwie programmiertechnisch hier einstellt. Kann man das so sehen oder ist das zu klein? Ja, und das sind die ganzen Zahlen kurz. Da musst du dann die ganze Zeit so reingehen und manipulieren. Alles funktioniert so. Guck mal, unter dem Trader. Da ist A0 Amori. So, dann möchte ich haben, dass der in A0 Amori, ne? Also ein Rüstungshändler in A0. Da gucke ich dann, wo ist der denn? A0? Unten rechts. Das ist PvE-Zone. Also ist das hier der PvE-Trader gerade. Ja, und dann möchte ich das machen, dass er hier. Ihr seht das selber. So ein paar Sachen drin hat jetzt. Das sind Klamotten. Aber eben nicht die besten zum Beispiel, ja. Und das ist alles Arbeit, Leute. Ihr müsst das hier gucken. Darf der das verkaufen? Kann er das überhaupt verkaufen? Das ist grundsätzlich alles anders eingestellt, ne? Und dann Wasser verkauft und so. Und da setzt du dich dann hier, guck mal hier, wie lange das dauert. Hier diesen Balken, seht ihr das? Und du musst jeden Scheiß in A0, das ist seitenweise, was du da alles eingeben musst hier. Hier kommt A0 Saloon. Und das ist nur ein einziger Händler, Leute. Und wir haben 4. Guck mal hier, das ist alles noch A0. Hier ist der Saloon. Warum ist der Saloon auch wichtig? Der verkauft ja normalerweise auch Gemüse und Essen und so ein Scheiß, ne? Ich wollte eigentlich Spieler gucken, aber das ist auch wichtig, dass ich euch das jetzt mal ein bisschen erkläre, warum das hier alles eine Grütze war. Seit dem ersten Tag an wusste ich, dass das Nullpunkt-Bug ist ein Entenschiss geworden. Na? Für meine Planung zumindest, ja. Für meine Planung ist es ein Entenschiss geworden. Ich bin richtig traurig. Denn der Hauptbestandteil, wie gesagt, das war tatsächlich das Trader-System. Es war für mich das Trader-System. Wir haben in 0.8 unheimlich viel umgestellt. Nicht nur die Entwickler, sondern ich selber ja auch. Das ganze System wurde umgeändert. Wir haben ja aus 0.7 gelernt, was da so passiert ist. Ihr könnt euch noch erinnern. Die Brücken wurden zugebaut. Ich wurde eingebaut. So, das geht alles gar nicht mehr. Das geht alles nicht mehr. Die ganzen Sachen, wo ihr euch damals beschwert habt, da haben wir alles so eingestellt und gemacht, dass es alles nicht mehr möglich ist. Ne? Also ich will damit sagen, ich habe hier 2 Stunden oder so dran gesessen und das alles vernünftig versucht durchzumachen. Ne? Und dann danach, wenn du dann fertig bist, dann findest du auch noch 1000 Fehler und musst die Fehler korrigieren und sowas. Ne? So sieht es dann aus. Das geht bis zum letzten, zum Z3 Barbär. Unheimlich viel Arbeit. Um euch einen Server hier zu schaffen, den es nirgendwo anders gibt. Na, ich habe da auch Schwierigkeiten mit meinem Konzept so zu verraten, weil die Leute, ihr wisst es selber, es ist leider voller Neid und Missgunst hier im Internet gerade oder auf der Welt. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber man wird ja immer bekämpft, obwohl man gar nichts macht und die klauen einen die ganzen Ideen und sowas. Ne? Deswegen habe ich das auch, wollte ich das hier mal ein bisschen geheim halten. Ich wollte euch damit nur zeigen, dass ich mein Gehirnschmalz die ganze Zeit für euch hier wirklich hochgradig investiere und auch meine Lebenszeit. Und dann bin ich selber ein bisschen enttäuscht und traurig, dass es so beschissen geworden ist, muss ich mal auf Deutsch sagen. Und es funktioniert gar nichts, Digga. Es funktioniert einfach gar nichts. Weder die Safe-Zone funktioniert richtig. Warum? Die Autos können angegriffen werden, die Beete können kaputt gemacht werden. Also, du kannst also kein Saatgut kaufen und dann ein Beet machen, weil ein Fremder kommt vorbei und haut dir das Beet kaputt. Ich kann nicht einstellen, dass es Essen nicht gibt. Alle Trader sind gleich eingestellt. Alle Trader haben alles, was quasi kaufbar ist. Fast alles. Also 90% haben die alle das Gleiche. Total beschissen und langweilig, ne? Aber ich bin so traurig und enttäuscht. Und deswegen habe ich mal, ich habe selber auch im Video gesagt, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Das liegt denn daran, dass überhaupt nichts mehr funktioniert. Wisst ihr, man plant so viel und dann geht gar nichts. Das war meine geplante 08. 08 ist total in die Hose gegangen. Wir sind ja nicht nur vom Ranking gefallen, was ich verstehen kann. Die Leute haben auch irgendwie weniger Bock zu spielen, weil was willst du denn da aufbauen, wenn dich hier der Hans und Franz zerstören kann, ne? Also total dämlich. Und jetzt spielen wir alle wieder 0815 Standard. Das ist eigentlich nicht so mein Niveau hier, aber was soll ich machen, ne? Ich kann da auch nichts machen.
Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist, wir warten eben noch auf die Hotfix. Drei Hotfixe sind jetzt gekommen. Es gibt aber immer noch ein bisschen paar kritische Fehler. Und wir müssen auch weiterhin analysieren, wie gesagt, ob ihr jetzt hier immer noch durch die Wände laufen könnt zum Beispiel. Ne? Das müssen wir alle testen, das kann nicht nur ich, weil das irgendwie ein sporadischer Bug war. Der war ja zum Schluss richtig übertrieben. Also selbst bei mir im Banditenlager konnte jeder da durch die Türen laufen auf einmal. Da müsst ihr mir nochmal Feedback geben, wie das dann halt ist. Und ich hätte auch ganz gerne, wie gesagt, dass die Autos nicht mehr zerstört werden in der Safe Zone und das Beet. Ja, das sind so ein paar kritische Sachen, wo ich dann sag halt, ja, da muss ich drauf warten. Und danach machen wir direkt einen Vibe und dann fangen wir bei Null wieder an, alle Mann, ohne diese ganze Fehlerscheiße, ja. Oder viele Fehlerscheiße, es gibt immer Scheiß, ne. Und dann, ja, macht das vielleicht auch wieder Spaß und man ist motiviert. Also nach einem Vibe bin ich immer meist motivierter. So, jetzt haben wir aber Lea ein bisschen zugeguckt hier, die ist immer fleißig. Und wir gucken mal weiter, wer hier noch so rumkreucht und fleucht am frühen Morgen. Knapp 20 Spieler. Wir sind bei Dr. Evil gelandet. Bei Dr. Evil. Oh, da kommt ein Zombie. Das waren ja Matrix-Reflexe. Hat sich so schnell bewegt. Ja, sorry, dass es schon wieder dunkel ist, ne? Ich weiß auch nicht, wieso das Wetter immer so oft dunkel ist. Das stört mich auch so ein bisschen. Nur der Regen hat diesmal wirklich ein bisschen Sinn, ne? Einmal, ich glaube, der füllt die Brunnen auf, wenn das jetzt funktioniert. Vorher war es ja nicht so. Und zweitens, die Beete, die Blumenbeete werden von euch gegossen. Aber wie gesagt, es bringt ja nichts, wenn die Beete einfach von Fremden zerstört werden, ne? Das ist Blödsinn. Und wie gesagt, die Fremden können teilweise auch durch die Wände laufen. Und dann, wenn ihr das Beet im Haus baut, können die das Beet im Haus kaputt hauen. Und ja, so ist das Ernährungssystem halt nicht gewährleistet und man kann gar nichts machen. Selbst wenn ich es wollte, kann man die Händler ja nicht einstellen. Ich kann da gar nichts einstellen, nichts funktioniert. Also die Händler sind noch auf 0,7 quasi. Die wurden noch nicht auf 0,8 umgemünzt und das ist so ein bisschen ein Grundproblem, muss man mal so sagen. Also bei mir geht hier gar nichts. Ich kann die Händler nicht mal ausstellen. Ich hatte mir nicht so gesagt, okay, wenn die Händler nicht funktionieren, dann stellst du sie erstmal aus. Quasi. Das geht aber irgendwie alles, also irgendwie geht gar nichts mehr hier. So, der Server hat auf jeden Fall einen Vibe nötig, aber nicht von der Performance her, das ruckelt nicht, das leckt nicht, das funktioniert alles ganz gut. Bloß es waren, wie gesagt, schon drei Hotfixe und die gehen ja auch ins System rein und ich hätte das ganz gerne aufgeräumt wieder. Ich mag sowas nicht mit der kaputten Version anfangen zu spielen und dann, wer weiß, ne, vielleicht läuft es ja irgendwie wirklich besser, wenn wir einmal vernünftig gevibed haben. Ich würde aber ganz gerne noch einen Hotfix abwarten, jetzt nochmal den nächsten Patch gucken dann, was da alles repariert wurde, ne. Ja, da müssen wir mal gucken, vernünftige Symptome einleiten. Ich denke mal, das braucht seine Zeit. Aber wir sind da auf einem guten Wege, Leute. Und ich hoffe, dass die Leute bei Scum auch wieder irgendwann den Bock haben zu spielen. Ne, weil es ist halt enttäuschend. Ich hoffe, ihr versteht mich da, dass ich da ein bisschen traurig bin, dass mein System so ein bisschen derbe in die Grütze gegangen ist. Na, aber was willst du machen? Leben in der Lage und Improvisation ist mein zweiter Vorname. Ein sehr schickes Haus hat der Terra Nova hier gebaut. Guckt es euch an. Lange waren wir nicht hier. Das ist ja die Stelle, wo wir damals wir Banditen auch gebaut haben, gell? Und man muss dazu sagen, ja, guck an, er zeigt uns sogar seinen Balkon. Schön wäre es, wenn die Beete auch auf dem Dach oder sowas hier im Haus, also überall da gebaut werden könnten. Es spricht ja theoretisch auch gar nichts dagegen, ne? Du kannst ja ein Blumenbeet, einen Blumenkasten oder so, kannst du ja im Haus haben. Das, weil die Erde, die ist ja in dem Kasten drin. Also warum sollst du denn Erde unbedingt da drunter haben? Ist ja Blödsinn, du nutzt die Erde gar nicht. Du nutzt ja dein braun oder schwarze Erde da oder was da drin ist in dem Blumenkasten, ne? So, das ist hier sein Garten. Man sieht es auf jeden Fall voller Unkraut, muss man mal ein bisschen sauber machen. ich weiß nicht, ob das Auswirkungen hat, dieses Unkraut auf euer Gewächs da. Vielleicht zieht das die Nährstoffe raus quasi, vielleicht behindert das das Wachstum oder sowas. Keine Ahnung, ob es da jetzt Einfluss drauf hat. Wenn ihr da die Möglichkeit hattet, ein Blumenbeet hier längerfristig zu haben, weil wir Banditen, wir konnten das nicht länger haben, weil immer ein gewisser Squad vorbeikam. Der hat bei uns immer das Blumenbeet alles kaputt gemacht. Wie gesagt, jedes Mal, ich konnte die Zucht und sowas, ich konnte das Spiel nicht testen deswegen, weil die immer wieder alles kaputt gemacht haben. Für mich ist das ja wichtig. Na, ich mache ja die Einstellung darauf hin. Oh, und das, die haben halt gestört. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin ja jemand, der immer ein bisschen zu nett irgendwie ist oder wie auch immer. Das wissen viele Spieler und manche diese Böslinge, die nutzen das dann aus. So habe ich tatsächlich das erste Mal in der 08 jetzt welche bannen müssen. Na, Hanni hatte da schon angefangen aufzuräumen.
Wie gesagt, ich habe den Leuten bei mir im Squad die Art Admin gegeben, damit die auch sehen können, wer da Scheiße baut. Das hat ja den Hintergrund, ne? Ich sage, ja, mach weg da, und dann ist gut, wenn die da uns im laufenden Betrieb immer noch stören, nach dem dritten Tag oder sowas. Den ersten, zweiten Tag lasse ich mir das ja noch gefallen. Aber dann, wenn die da dauerhaft im Livestream stören oder bei mir hier in den Videos oder mein Squad belästigen und sowas, ne, dann nervt es natürlich. Ihr versteht das. Also so habe ich jetzt wirklich den ganzen Squad quasi bannen müssen. Ne? Und die werden sich dann gegebenenfalls dann selber ärgern. Ne, ihr habt es gesehen gestern, das Event wurde von uns auch gestört von den Leuten, und das macht keinen Sinn. Ich gebe denen immer noch wieder eine Chance, ne? Aber wenn das nicht fruchtet, was soll ich mit denen? Also wir haben festgestellt, das waren Spieler von früher. Die waren früher auch ganz nett, die waren früher sogar teilweise Goldstatus und so, also die haben mich unterstützt. Sind dann abgewandert auf einen anderen Server oder haben versucht, einen eigenen Server aufzubauen, weil mich finden sie jetzt anscheinend ja blöd oder sowas, ne? Ja, deren Server ging aber anscheinend zu Bruch oder ich weiß nicht, die... Also klappt wohl nicht so, wie es ist. Dann kamen sie alle wieder mit so blöden Namen halt, ne? Also die Namen waren ja schon ein Grund, die wegzubannen, muss ich auch sagen. Ich weiß das ja von Anfang an, dass das ist mir auch aufgeschlagen, ne? Wer sich so doof nennt, der muss nicht wundern, dass er denn, dass wir den dann auf dem Kicker haben und dann, dass er dann frühzeitig weggebannt wird, ne? Und dann halt ist man halt traurig, dass das die Leute sind, mit denen man damals gut zusammengespielt hat, wieso die auf einmal so komisch geworden sind. Weißt du, wie ich meine? Das störte mich da so ein bisschen, ne? Also, wenn das so Fremde sind, die das erste Mal hier sind, so Trolle oder sowas, ne? Aber wenn das so welche sind, die hier die ganze Zeit gespielt haben und so, auch eigentlich mal ganz nett zu uns waren und so, und die sich dann auf einmal so verändert haben, ne? Mit Waldfee 2, Waldfee 3, das sind ja die Leute, die hier weggegangen sind, eigenen Server aufgemacht haben und... Also, die sollen doch machen, was sie wollen. Kann das nur immer wieder sagen. Macht doch jeder euren eigenen Server, ne? Hier in der Videobeschreibung unten steht mein Server, ne? Also, ich verheimliche das doch nicht mal. Da könnt ihr dann gucken und euch hier selber so einen Server bestellen, wie ich hier habt, ne? Dann zieht euer eigenes Ding durch. Ich bitte aber halt, ne, nur darum, dann halt mich in Ruhe zu lassen, halt, ne? Nicht immer dieses Nerven, weil es ist nach wie vor so, dass die Leute dann irgendwie von anderen Servern hierher kommen und versuchen, uns hier zu stören oder zu zerstören oder so und hier die Spieler dann abzuwerben. Also die kommen hierher, stören quasi mit Absicht die Spieler, belästigen die, sodass die hier dann sauer sind und keinen Bock mehr haben, weiterzuspielen, damit die dann vom Server gehen. So müsst ihr euch das vorstellen. Wisst ihr, wie ich meine? Und sowas müsst ihr dann erkennen und ihr müsst das dann einfach melden und dann ballern wir die Leute auch weg. Ja, aber ich kann auch nicht überall gleichzeitig sein, deswegen... Da müsst ihr dann Wolfi schreiben oder Honey schreiben, die Leute in meinem Squad halt dementsprechend. Oder bei mir halt in Discord oder Steam bin ich auch immer, dann könnt ihr dann eine PN schreiben. Macht ein Foto oder ein Video als Beweis und dann kann man die nachträglich alle wegbrettern, wenn da so Leute sind. Ne? Oder wenn ihr Insider-Informationen habt halt und wisst, dass die und die Leute von dem Server jetzt auf einmal hier sind und wohl Unruhe stiften oder sowas, wisst ihr? Ich habe da sonst ja nichts gegen, dass die wieder zurückkommen und bei mir spielen, aber die sollen sich halt benehmen und das weiß ich nicht. Es ist, wie gesagt, immer Neid und Missgunst, weil mein Server läuft, mein YouTube-Kanal funktioniert, mein Stream funktioniert. Und wenn die da meinen, die sind besser als LP und dann funktioniert bei denen gar nichts, ja, dann wundern sie sich, ist ja doch nicht so einfach, selber was aufzubauen oder sowas, ne? Und dann versuchen sie mit aller Gewalt einen kaputt zu machen, weil sie wütend sind, weil sie selber da nichts hingekriegt haben oder wie auch immer, ne? Wie gesagt, können alle selber was machen, bloß dann hört auf mit diesen scheiß Werben oder die Leute hier zu belästigen. Na, und dann ist gut. Dann habe ich da auch kein Problem mit, dass die dann weggehen oder wie auch immer. Ich bin ja nicht angewiesen auf die paar Leute da, die hier dann mein Radau machen zu müssen oder was. Wie ich meine, mir ist das dann Wurst. Dann bleibt halt weg und dann ist gut. Ich heule da auch nicht nach. Ich bin nur traurig dann halt, enttäuscht. So ist es halt, ne? So, Terranova, das ist ja nicht hier aufgegessen oder was ist das für Schweinewetter, Alter? Freunde, dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen wieder oder abends im Livestream. Und dann, bis dann. Thank you.